Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 8. Heute machen wir weiter mit einer sehr interessanten, geilen Schlacht, nämlich die Schlacht von Wushuko. Die spielt nach der Schlacht von Hefei. Su Quan war ja stark in Überzahl in Hefei, wurde aber besiegt. Zheng Liao hat so viele Truppen in der Flucht geschlagen, die Taktik von Wei war einfach besser. Trotz Unterzahl haben sie gewonnen. Aber diese Niederlage, die wollte Sun Quan nicht auf sich sitzen lassen. Er hat eine Armee gegen Wushuko geführt und ein Überraschungsangriff. Der sollte geschehen in Nacht. Geleitet von Lu Meng, Ganning und Ling Tong. Sie sollten die Wei-Truppen so überraschen, dass sie so verzweifelt sind und gar nicht mehr richtig kämpfen können. Historisch gesehen hat Wei trotzdem hier gewonnen. Und nach der Schlacht ging Wu mit Wei eine Allianz ein. Und das war auch so ein bisschen der Vorbote dafür, dass tatsächlich Wu Wei bei der Schlacht von Burg Fan gegen Guan Yu geholfen hat. Nicht nur der geheime Brief von Cao Cao und dass Guan Yu die Provinz Jingyi zurückgegeben hat. Nein, auch das hier, die Allianz, die nach Wushuko gebildet wurde. Gut, so viel dazu. Die Schlacht von Wushuko auch auf der Wei-Seite diesmal. Die Wei-Streitkräfte haben die Wu-Truppen in Wushuko in die Enge getrieben. Während sie den nächtlichen Angriff des Feindes ab und besiegen sie Sun Quan. Gut, das machen wir. Wir wissen ja ungefähr, was uns da blüht. Überraschungsangriff von Lu Meng, Ganning und Ling Tong. Wir nehmen natürlich Wei-Offizier. Bloß wen? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Hatten wir Zai Wenji schon mal? Hatten wir schon mal. Ich erinnere mich. Cao Ren. Den hatten wir nur einmal kurz, ne? Zhang He hatten wir schon mal. Zhuang hatten wir auch schon mal, stimmt. Ja, wir hatten alle schon mal. Li Din hatten wir auch schon mal, ne? Na gut. Freunde, wisst ihr was? Dann nehmen wir nochmal Cao Ren, weil es eine schöne Abwehrschlacht ist und weil er einmal viel zu kurz kam. Alles ist perfekt ausgerüstet, okay, okay, und dann kann es noch losgehen. Ja, Überraschungsangriff von Ganning, Lu Meng und Ling Tong. Wir wissen, dass dieser bevorsteht, können eventuell diesen Überraschungsangriff verhindern. Ich weiß nicht, wie das Ganze gestaltet ist. Ob wir ihn überhaupt verhindern können oder nicht. Auf jeden Fall ist eins sicher. Diese drei Offiziere müssen schnellstens beseitigt werden. Ja, damals, wo wir mit Wu gespielt haben, gab es so eine epische Zwischensequenz, ne? Ja, wie sieht's denn aus? Sun Quan, Ganning, Lu Meng, Zhou Tai, Ling Tong, Lian Shi, Zhu Ran, Su Sheng. Ja, und das war's. Ja, der Überraschungsangriff ist schon verstanden gegangen, wie es mir scheint hier. Na gut. Ja, auf jeden Fall die epische Zwischensequenz damals. Ich hoffe, ihr erinnert euch da noch alle dran. Ling Tong zu Ganning. Hey, Ganning, bist du mal verrückt? Mach dich so leer mit deinen Glocken, ne? Dann haben sie sich so ein bisschen gestritten. Ja, nerv nicht rum und so. Und dann kommt Lu Meng. Könnt ihr nicht mal ruhig sein? Und er selbst schrie da voll rum. Und nur durch Lu Meng haben die Wei-Truppen die Wu-Offiziere dann bemerkt. Also nur durch Lu Meng ging es in die Hose. Beziehungsweise es ging ja nicht wirklich in die Hose. Die waren ja schon direkt da bei Wei-Truppen. Aber naja, trotzdem haben sie sich verraten. So, das Ganze ist nicht ganz so einfach, wie es mir scheint. Die wollen schon hier echt einiges hier abverlangt haben. Trotz Waffenvorteil haben die echt einiges drauf. Aber wir haben uns irgendwie geheilt. Ich weiß nicht, ob da ein Fleischbällchen war oder ob wir Jubel auf der Waffe haben. Auf jeden Fall sehr, sehr nice, wie Cao Ren sich hier durchtankt, obwohl er schon so oft getroffen wurde. Naja, die Tierchen, ich werde die Tiere nicht verkaufen, ist mir scheißegal. Das bringt eh nicht so viel Geld. Hauptsache immer die Waffen verkaufen. Oh, Zappi wurde besiegt. Goddammit. Nicht so nice und Ganning Waffenvorteil. Ganz, ganz böse, ganz, ganz böse. Ah, oh, hier ist noch ein Cao Ren, ne? Jetzt haben wir doppelt Cao Ren Power. Ah! Konnte ich nicht wissen, Freunde. Es tut mir leid. Das hasse ich. Zweimal der gleiche Offizier. Das finde ich so schlecht gemacht. In Dynasty Warriors 3 beispielsweise war es immer so, wenn man dann wirklich zum Beispiel hier Cao Ren genommen hat, dann gäbe es diesen anderen Cao Ren noch gar nicht. Da hat man die Truppen von denen übernommen. Wenn der auch Unteroffiziere gehabt hätte, wie es in Dynasty Warriors 3 oft der Fall gewesen ist, dann gehörten die einen selbst. Dann waren das seine eigenen Unteroffiziere. Das fand ich immer sehr nice. Ganz ehrlich. Gut, Xu Sheng down. Da fehlt nur Ganning, der alte Assassine.
Ah, den kriegen wir auch, den kriegen wir auch. You can't escape. Ich habe mich eben schon immer gewundert, warum kommt da dieser Wirbelsturm, ne? Und dann sehe ich, oh, ein anderer Zauberer, goddammit. Naja, was soll's. Wenn diese drei Offiziere, ich weiß nicht, wie viele es sind, drei Offizieren zurückschlagen, dann ist der Überraschungsangriff fehlgeschlagen und der Angriff von Wu abgewehrt. Können wir zum Gegenangriff starten und die Wu-Truppen in die Flucht schlagen. Ja, das verwirrt mich immer. Weil bei Schlacht von Wushikou denke ich immer, dass wir Wu selber spielen, weil ich glaube, es hat es noch nie gegeben, dass man wirklich Wushikou auf der Seite der Wei spielt. In Dice Wars 4 Extreme Legends hat man es auch anders gemacht, da hat man mit Ganning auch eine sehr langweilige, unspektakuläre Schlacht gegen Wei gekämpft. Mit Ganning. Aber nicht andersrum. Das ist es eben. So, Lu Mang ist besiegt. Das war der letzte im Bunde. Und jetzt es ist Zeit für einen gekonnten Rückschlag. It's time for a counter-attack. Oh, ab durch die Mitte. Einfach durch. Alles weg an mir. Hans, Dampf, Rams, alles weg mit deinem Red Hair hier. Super, ich komme, auch wenn ich nicht eingeladen bin. Das ist mir scheißegal, denn ich habe mich gerade selbst eingeladen. Ja, Sungwan sich selbst in der Schlacht. Seriously, mit den paar Resttruppen, die noch übrig sind. Er ist doch des Wahnsinns. So. Und zack. So geil, ey. Zauberer in der Pakt. Aber Zhou Tai. Sungwans liebster Beschützer ist da, um ihn zu supporten. Ein und Care. Wir rasen da jetzt einfach so durch. Nee, das ist nicht der Musu, den ich machen wollte. Was soll's? Jetzt rasen wir halt einfach so durch. Zack. Niemand kann gegen dieses Schild ankommen. Niemand kann diese eiserne Wall durchbrechen. Naja, Zauren, der alte Tank. Gibt's einen tankigeren Charakter als Zauren? Antwort lautet: No! Ja, den stellen sie aber auch immer da an. Ne? Voll klein oder so eine fette Rüstung. Voll interessant. Ja, eigentlich müsste er ja der sein mit der größten Fresse, denn die Kleinen, ist euch schon mal aufgefallen, haben immer die dickste Fresse, ne? Ja, Probe gearbeitet im Paketdienst, da war so ein Chinese. War auch richtig klein, vielleicht 1,60, konnte nicht mehr richtig Deutsch. Und, was war mit denen? Der hatte die größte Fresse, wusste alles besser. So lame, ey. Das ist wirklich so, die Kleinen haben immer die größte Fresse. Und stirbt, Suzi! Zieh diesen Vorhang doch mal zu! Ich hab's dir schon so oft gesagt, Suzi! Mann. Diese Wortwitze mit den ganzen chinesischen Namen. Ja, ist natürlich lustig mit Doppelzauren. Weil dann können wir hier zweimal diesen geilen Move vollführen hier. Ah, das ist so megamäßig overpowered, ne? Dass ständig unterbrochen wird, wenn er da drin steht. Und down. Tja, über den Überraschungsangriff kann Cao Cao nur beherzt lachen. We did it! We fucking did it! Alright. So. Dann war es das mal wieder. Ich weiß nicht, ich lach von Wushikou einfach nur die Angriffe abwehren und dann so Quan bashen. Hätte man mehr rausmachen können. Also, dass man den Überraschungsangriff irgendwie verhindern könnte, wäre schon episch gewesen, oder? Ist nicht so. Na gut. Im nächsten Part gibt's die Schlacht von Chiding. Megamäßig geil auch. Weil Zhou Fang, der Köder von Luxun, der hat ja Cao Xiu getrollt. Und ob wir ihn retten können oder nicht, das sehen wir im nächsten Mal. Freunde, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Und dann weiter Schlacht von Chiding. Ich wünsche euch was. Haut rein, macht's gut. Danke fürs Anschauen.